Ja, Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen zusammen. Einen kleinen Moment, gleich habt ihr auch ein Bild. Moment. Ist denn ein Startbildschirm hier? So. Wir sehen, wir sehen, wir sehen, wir sehen alles. Das Shirt, es hat ja ein bisschen Grünstich. Es flackert nicht. Hey, so. Erstmal herzlich willkommen bei Frögelhausen. Ich bin eure Dagula. Ja, oh Gott, Nase, Nase juckt. Oh, Köpfchen juckt. Oh. Freitag, Freitag, Wochenende, Wochenende, Wochenende. Und in einem Monat? Ein Monat und 5 Tage habe ich schon wieder Urlaub. Gott sei Dank. Brauche ich auch schon wieder. Wie geht's euch? Es ist Freitag. Ich hoffe, ihr habt auch ein freies Wochenende. Ja, gestern hatten wir gestreamt mit der lieben Fuchsminze. Ja, nur sehr kurz, aber heute bis 9. Heute hoffe ich, dass ich einen kurzen Tag machen kann. Ja. Man sieht, ich habe noch voll die Schlafaugen. Es ist sehr schön. Es ist sehr schön. Nebenbei, vielen Dank für euren Follow an Bienchen Bi und Chaoten-Müsti. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe mich gerade gewundert, 220 Follower? Wo kommen denn auf einmal da diese Follower her? Mein Gott. Und Alien-Cobra. Alien-Cobra, das habe ich auch nicht mitgekriegt. Und das war noch vorher. Das war noch vorher, das war während des Streams. Kriege ich das gar nicht mehr mit? Was ist denn mit den Sound-Alerts? Also man hat gerade gesehen, ich habe ja hier das Abo verlängert von Frögelhause und das hat wunderbar geklappt. Aber was ist denn mit dem anderen? Oh, da muss ich mal wieder. War das jetzt Tippi oder war das. Nee, Streamgut war es nicht. Ich habe keine Ahnung. So, wir starten schon mal DBD. Ich glaube, Fuxi ist auch irgendwie da, aber sehr müde. Was ich vollkommen nachvollziehen kann. Ich habe diese Nacht mal wieder gut geschlafen. Kaum zu glauben. Hab zwar auch wieder Quatsch geträumt, es war aber nicht so ein Quatsch, der mich dann hätte aufschrecken lassen können. So. Ah, guck mal, die Kette ist auch online. So. DBD, startest du dann auch mal? Dann machen wir eben mal ganz kurz Spiel ohne Kamera. Tut mir leid, ich habe jetzt gerade einen schwarzen Bildschirm. Greenscreen Go. Warte. Ah nee, warte, da steht schon wieder nicht richtig. Ich habe auch keine Lust, Markierungen auf dem Boden zu machen. Moment, haben wir gleich. So. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel. So. OBS, würdest du bitte ein Bild zeigen? Zeige uns das Spiel. Danke. Schön gemacht. Gut. Also bisher muss ich auch sagen, ich habe ja die Elgato-Kamera vom Hugo geschenkt gekriegt und ich bin sehr zufrieden. Die ist bisher auch noch nicht wirklich abgenippelt oder so. Die Sonne ist weg. Ja! Morgen, Micky, Hallöchen. So. Oh, bin ich. Ich bin irgendwie überdreht müde. Kennt ihr das? Überdreht müde zu sein? So, habe ich das jetzt richtig durch? Ja. Sehr gut. Oh. So, was haben wir denn? Nee. Krankenschwester kann ich gar nicht. Ja, komm. So. Wo ist denn? Mick, wie war denn dein Morgen? Wie war denn dein Tag und Morgen? Falls du eine Nachtschicht hattest, ich weiß es nicht. Ich muss sagen, ich blicke langsam nicht mehr wirklich durch, wer hier wo, wie, warum, weshalb arbeitet. Ich habe da ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ist die Fuchs überhaupt schon im Spiel oder hat sie sich jetzt in ihrer Wohnung verlaufen? Das war ganz falsch. Nee, nee, das war richtig. Wo sind denn Freunde? Fuchs ist zwar da, aber abwesend. Kate, guten Morgen. Ach du meine Güte, was ist denn mit deinem Emote passiert? Bin seit 4 Uhr wach, hatte Spätschicht. Ach Gott.
Ja, wir sind seit 4:30 wach. Wenn wir normal arbeiten, also streamen und dann arbeiten und vorher aber Kittys versorgen. Ach, hört Cat, guten Morgen. Na, wie geht's? Ich habe keinerlei Punkte mehr. Auch noch Flüchtlingsemblem. Cat, sag mal, wo ist denn unser Fuchs? Der Stream ist angeschmissen, aber sie ist noch nicht mal ansatzweise im Spiel. Besser als gestern, das hat sie wieder nochmal, wenn ich da bin. Alles gut. Mach dir keinen Stress. Ich renne nicht weg, wir hören zu. Locker am Zocken. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich level sie nur. Eigentlich, ich habe keinen festen Spieler. Ich habe keinen festen Spieler. Das, was sich eingebürgert hat, ist, dass ich die letzte Runde immer mit Urlaub Jeff mache, mit dem Bierbauch Jeff. Das hat sich echt so eingebürgert. Ansonsten muss ich sagen, spiele ich sehr gerne eigentlich wirklich mit Yui und mit ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, Elodie. Und Mac mag ich auch ganz gerne, vor allem liebe ich sie mit diesem Shirt. Und tatsächlich gibt es das auch im DBD-Fanshop, dieses Shirt. Ich muss nur mal so viel da bestellen, dass sich das auch der Versand nach Deutschland lohnt. Ich will dieses Shirt haben. Jeff ist großartig, genau. Ich vergesse das wieder locker. Ich vergesse das wieder. Ja, Ellen habe braune Lockenhaare und zwei orange Katzen. Oh, ich hab ein Orang, ein T-Shirt. Warte mal. Warte mal. Gucken, ob das klappt. Da. Falls ihr es seht, da oben. Da oben. Der kleine Fukumaro. Ansonsten, ich schmeiß für euch jetzt mal die Punkte rein. Dann haben wir noch unser einziges Mädchen hier, die kleine Abby. Dann haben wir noch Guten ihren Morgen, Morgen. Dago! Ich schmeiße hier gerade Kittenbilder rum. Was? Moment. Knalltüten? Morgen! Morgen, du Knalltüte. Hast du uns gerade Knalltüte? Oh, was? Ich habe schon wieder ein Report-Feedback. Was ist denn das? Wird das jetzt eine tägliche Angelegenheit? Finde ich geil. Wenn sie es kontrollieren und feststellen, da ist was faul, dann ja. Dann kriegst du eine Genau. Rückmeldung. Das ist total geil. Interessant. Vom 5.10. Also Ja, das gestern. war gestern. Wen habe ich denn gestern reportet? Ich Es ist halt toll. weiß Ich habe ein Hirn wie ein Sieb. Ich finde es aber klasse, dass auch nicht. Wir du. hatten gestern den hackenden Pinhead und danach noch irgendwas, was nicht koscher war. Ja, gute Frage. Ich erinnere mich daran gerade echt überhaupt nicht. So überhaupt nicht. Ich starte mal das Spiel. Moment. Vielleicht sagt er mir auch, irgendwas hat geklappt. Ja. Ich wollte auf jeden Fall nochmal bei Steam reinschauen. Guten Morgen, Safi. wegen dem Update. Ich habe. Guten Morgen, Safi. Ich habe das ja gestern voll verpeilt. Mit dem, ne, hier 13 Uhr und so. Ich bin mal echt gespannt, wie die das umsetzen wollen. Na, das Anti-Face-Camping. Die Änderung, Acker. Ja,
Also ich habe davon gar nichts gelesen oder mitgekriegt oder sonst irgendwie was. Ja. Guten Morgen, Lisa. Auf dem PTB war es nice. Akka hat es schon getestet. Was ist denn Verticali? Hallo, Johnny. Ja, du, kleiner Striezel. Hör ich da Katze? Ja. Ich sehe Katze. Katze! Katze! Also ich habe keine Rückmeldung gekriegt. Okay. Dann muss das irgendwas danach gewesen sein wahrscheinlich. Ich kann ja auch sein. Da war ich ja nicht da. Ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß, dass gestern zwei Killer sehr merkwürdig waren. Aber ich kann mich nur an Pinhead erinnern. Ich schieb's auf meine. Ich glaube, da war. War das nicht Kotzi? Ich weiß es nicht. Ich mach das schon aus Reflex teilweise. Aber Hüftschwung halt gekriegt ein Update, ne? Warte, was, Lisa? Warum das denn? Ist das was Schlimmes? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Naja, Hüftschwung Heike soll ja so ein Update kriegen, dass sie nicht mehr dieses Free-Gen die ganze Zeit macht. Oh. Ah, okay. Ja, das ist natürlich super. Oh. Ach du Scheiße. Dann gute Besserung der Fellnase. Ich meine, das ist für uns Menschen ja schon sehr unangenehm, so eine Blasenentzündung. Oh, das ist bei Katzen ganz eklig. Mhm. Da muss man so aufpassen, dass sie später keine Paranoia gegen das Katzenklo kriegen. Ja, Lisa hat gerade schon erzählt, sie war gestern Abend noch um 22 Uhr mit Morty beim Tierarzt, weil er pinkeln wollte und nicht konnte. Oh, scheiße. Dann wurde ihm der Schniedel ausgespült. 2 Spritzen und Diätfutter. Ich lese die Spritzen und mir läuft es eiskalt den Rücken runter. Alles Gute der Fellnase. Ja, alles Gute. Acker kann ja selber ins Discord reinkommen. Ich sehe schon genau, ne? Anstatt nur auf Regenbogenkarten zu achten, sammle ich jetzt die ganze Zeit auch die scheiß Brand New Parts mit ein. Das ist gut. Tauschen. Habe ich denn mit Kate eine Regenbogenkarte? Warte mal. Nee, nicht da. Eine. Akka. Eine. Dago legt halt ihre Prioritäten anders. Dafür habe ich 11-mal die grüne. Okay. Vorsicht, man hört Pinhead. Ich weiß, ich weiß. I came. Guten Morgen, Akka. Morgen. Guten Morgen. Jetzt bin ich wieder traurig. Der Pinhead gestern hat Cat zu sehr enttäuscht. Ja, nicht nur Cat. War wie ein Katheter, aber er war super brav und ganz tapfer. Hat auch ganz, ganz viele Kuschelinhalten bekommen. Das ist wichtig, Lisa. Das ist ganz wichtig. Ach, Becky. Na, oh Gott sei Dank. Und Safi, hast du noch weitergespielt? Was ist das? Nur Kacke im Blutnetz. Was soll das? Olli, danke schön. Hallöchen. Nicht eine tolle Sache. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Das sind wackelnde. Nur Müll. Jetzt muss er mir mal auf die Sprünge helfen. Das sind Dratini. Dratini-Pokémon
Ich bin da nicht so visiert drin, weil es mich... Ich würde mich extra schon, aber nein. Abgesehen von den... Ja, Pokémon, danke. Abgesehen von den, wo Pokémon die Serie das erste Mal auf RTL 2 lief, das habe ich geguckt, aber sämtliche Spiele oder sonst irgendwas habe ich nie gemacht. Da bin ich dann raus. Ja, ansonsten bin ich da nämlich raus. Ich werde wahrscheinlich auch geschlagen, wenn ich sage, dass ich das letzte Pokémon-Spiel auf dem PC grafisch-technisch den Horror finde. Ich finde das. Ich hasse furchtbar. Das. Immer wenn ich genießt habe, ist meine Nase danach wie verschnupft. Ah, Togepi! War doch richtig Togepi, ne? Fängst du wieder an. Togepi, ja, mit T, nicht D. den kennt man einfach. Genau. Was wurde eigentlich aus dem? Ich habe keine Ahnung. Was wurde denn aus dem Stöpsel? Was wir für Müll kriegen um die Uhrzeit. Ich wäre ja für Spiegelmeiers. Willst du das? Dann bleibe ich im Schrank. Ich will das gar nicht. Nicht am frühen Morgen, hallo? Hallo? Nee. Aber der Spiegelmeiers gestern, der war doch auch voll in Ordnung. Ja, der war echt süß. An Meiers ist nicht süß. Überhaupt nichts. Ja, doch, das Einzige, was toll ist, wenn du ihn in die Ecke stellst, von ihm hörst du nichts. Acker, das ist doch gerade das Schlimme. Wenn du weißt, der ist in der Nähe, aber du siehst und hörst ihn nicht. Und du bist die ganze Zeit paranoid, weil du genau weißt, der ist irgendwo in der Nähe. Nee. Ja, das Paranoid bin ich aber nicht nur bei Meiers. Das bin ich auch bei Schweinchen, aber das bin ich bei Danny, das bin ich... Aber da ist mir das zum Glück irgendwie nicht so... Aber ist das unangenehm, wie wenn ich weiß, es ist nicht sehr traurig? Wir haben alle gewartet. Selfkiller an sich sind natürlich unangenehm. Was aus ihm wird. Aber bei Meiers, und wir werden es nie erfahren, ne? Oder gibt es irgendeinen Film dazu? Nurse. Eine Nurse! Ja, dann AK schmeißt ihn mal ran. Oh, sie kommt, Main. Oh nee, sie hat mich gesehen, oder? Akka? Sie hat mich nicht gesehen. Sie hat Akka gesehen. Das Licht hat gerade geleckt. Ach, dahin. Holy, okay. Ist jetzt weiter blinklang. Und sie kann blinken. AK ist gestolpert. Ich habe meine Kontaktlinsen verloren. Ach, Mensch. Was denn? Au. Puff, puff. Scott-Schock? Ja, puff, puff. Das ist nicht nett. Oh, wow. Wer ist denn da schon so fix gewesen am Haken? Aber wie viel da jetzt runtergedroppt war. Heilige und tunnelt. Ja, nice. Oh. Jetzt ist er weg. Sie haben mich nicht gesehen.
Oh doch. Nein. Als ob die jetzt bei mir ist. Oh fuck. Sie ist beim Schweinebaum, geht Richtung weiter nach hinten in die Ecke. Aua! Ich hab ein Acker gefunden. Wenn du fällst, dann fall vor den Schrank. Das ist ja, vielleicht ein bisschen früh, aber. No, Hanne, Mölle, Mölle. Ja, tritt ruhig den Gin. Sehr schön. Ich weiß nicht, was. Irgendwie ist die Nurse ein bisschen fixiert. Wo kriegen wir den noch durch? Haken. Ja. Also ich flitz lieber, weil ich. Wir hätten sie durchgekriegt! Wir hätten ihn durchgekriegt! Sie rennt Dago hinterher. Wo? Wo kommt denn hier eine Tonne her? Hi! Nein. Oh wait, Squatchhook? Mein schöner Chen, mein schöner Chen. Na, 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 na. Ach, ei, 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 ei. Randy ist dann mal gone. Ja, Randy hat sich jetzt sterben lassen. Die ist gar nicht erst weggelaufen. Na super. Was gut. Boah, warum ist hier eine. Ah! Entschuldigung, Acker. Ich versuche woanders hinzugehen. Sie hat dich verloren. Kommt wieder zu meinem Jen. Ja, ist immer noch ein Scheck. Aua! Warte, ich krabbel dir schon zum Haken. Moment. Da war doch ein Haken, junge Frau. Achso, du wolltest schon mal zu dem anderen Jen. Achso, das kann ich nachvollziehen. Ich war auch schon fast fertig. Wieder beim Schweinebaum in der Nähe. Beziehungsweise bei dem Jenner, dem ihr wart. Schweinebaum. Ich oh! Ja, und wie sie da guckt durch die. Das sah ja schon süß aus, wie sie zwischen den Heuballen geguckt hat. Äh?
Sie kommt hierher, Dago. Ja, ja, ich versuche mal eine. Ich habe gerade mal ein bisschen Verstecken gespielt. Weil ja, ja, sie rennt jetzt mir wieder hinterher. Ich sag schon mal tschüss. Weißt du, wir haben nur einen einzigen Gen. Ich lock sie so weit wie möglich. Also, wenn sie jetzt nicht zu mir kommt, bekomme ich den hier an. Ist doch gut. Ja, ich hab's in der äußersten Ecke. Aua! Ja, tschüss, Dago. War schön mit dir. Ciao. Gut, also, den hier, der hier ist jetzt 90. Den kriegen wir durch. Dann haben wir schon mal 3. Wow. Ja. Dann schon wieder gepufft? Ja. Geil. Ich bin jetzt neben der Scheck an einem Gen. Oh, ist nicht wahr. Ich laufe mal Richtung Mainacker. Dann gucken wir mal kurz zu. Oh, lalalala, oh, das war ich renn mal Richtung Main. Ich fast durch hatte. Ist nicht dein Ernst? Ich sag grad noch, ich renn mal Richtung Main. Will ich mit Richtung in den Check. Tod reißen. Nein. Okay. Sie slackt nicht. Nee. Oh Wunder. Spannung. Ah. Hallo. Was? Tschüss. Hallo oh. Und tschüss. Oh Mann. Oh Gott, der Name. Der Name. Bah. Ah, siehst du, sie hat einen zusätzlichen Blink. Shattered Hope, Tana, All Ears und Scotch of Pain Resonance. Ich geh mal ganz schnell raus hier. Ich geht. Tja. Ich hab schon wieder vergessen, dass ich ja eigentlich Paletten droppen muss. Ach Mann. Ich vergesse das immer wieder. Furchtbar. Furchtbar. Mein Foliant ist kaputt. Ich glaube, ich nehme mal eine Runde Windows mit. Wieso ist mein Foliant kaputt? Klingt nach einem guten Plan. Ich muss mir dann blendet eine neue Aufgabe raussuchen. Moment. Dann blendet mich gleich das Gelb wieder in den Äuglein. Ja, so wieder. Dilli. Das kriegen wir hin. Willst du nebenbei Pokémon raten, Dago? Ja, so ungefähr. Aber wird man eigentlich jemals erfahren, was aus Togepi geworden ist? Du meinst von Misty? Mhm.
Ich habe keine Ahnung. Ein Pad, ja klar, kann ich tun. Wir können ja mal googeln. Mit einer gemeinsamen Metronomattacke befreien sich das gefangene Togepi bei Gasputin und verhelfen ihm zur Weiterentwicklung. Alter, was ist das für eine Deutschschreibung? So wird aus Mistys Togepi ein Togetic. In Folge 321. Genannt das Togepi-Paradies. Ich glaube, da habe ich nicht mehr geguckt. Misty setzt Togepi nur einmal im Kampf ein. Aber dann hat er Entwicklung. Oh. Ja. Sie hat ihr Togetic freigelassen. Ah. Damit das im Togepi-Paradies die anderen beschützen kann. Aha. Also quasi so, wie Ash auch sein Tauboss freigelassen hat oder sein Shiggy an die Feuerwehr, der übergeben hat, an diese komische Gruppe da. Die Feuerwehr, oh, what the heck. An die Shiggy-Garde, mein Gott. Glurak hat er auch freigelassen? Kann sein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Im Laufe der Story wurden gefühlt so viele freigelassen. Hat er? Hm. Smetbo, ja, mit Smetbo, das weiß ich noch. Okay, da komme ich raus. Nee. Ist das dein Ernst? Nee, geh weg! Nee. Geh weg! Oh, wir sind ja alle hier, das ist ja schön. Es ist ein Blight. Hallo? Hört ihr mal auf, den Weg zu blockieren? Haha, was habt ihr jetzt davon? Ich wusste gerade nicht, ob er hoch oder runter soll. Du willst nicht wirklich alle Folgen von Pokémon gucken, Cat. Oh Gott. Das ist ja schon fast wie bei One Piece, ne? Ich meine, bei Digimon lasse ich da mit mir reden. Nee, ich will hier jetzt kein Herzbubbel oder sonst was haben. Es gibt viel zu viele. Ach, Scheiße hier. Ich bin weg. Da hat nichts geleuchtet. Okay. Viel zu viele. Ist das dein fucking Ernst? Du dumme Kuh von einer Jill? Oh. Junge, geh einfach. Meine Güte. Ist mein Gen gesperrt. Nur 1155, ja. Und dazwischen gibt es auch so viele Trash-Folgen. Beim Wasserturm in der Kiste ist eine Taschenlampe. Falls einer mag. Jessica, hatte ich eigentlich eine Aufgabe? Die mit den Kisten hatte ich durch, das weiß ich. Oh, das ist aber blöd. Ich gehe mal auf den Galgen. Bei dem Gen, der gerade leuchtet, da sind sie sich am Jagen. Das ist locker.
Du kommst mit ihm jetzt nicht hierher, Alter. Pokémon! Fuchsi, Pokémon! Nee, ich will kein echter Toll. Aber ich muss demnächst wieder Pokémon spielen, weil da rollt das nächste Halloween-Event an. Juhu! Immer gespannt, welches es dieses Jahr gibt. Da kam ich nicht weg. Die machen ja richtig tolle Events. Und jedes Jahr gibt es eine ganze Insel mit zigtausend Quests und Pokémon, die du nur in der Zeit auf der Insel fangen kannst. Guck mal, hier ist ein schöner Haken, den will ich haben. Ja, ich krabbel dir schon entgegen. Jahr, zum Beispiel waren es Wolverine und Mimikyu, really? Die du da fangen konntest. Mein Gen ist gesperrt jetzt, ich muss warten. Ja. Hättet ihr mal warten können mit fertig machen? Oh, Spielzeug. Ah. Das wäre wahrscheinlich übrigens auch was für dich, Cat. Das können wir auch zusammenspielen, ne? Also mit Doppel. Es gibt, glaube ich, bis zu Dreierkämpfe. Und man kann sogar die Arenaleiter und die Pokémon-Liga so zusammenspielen. Hallo, mein Chat. So. Ich muss jetzt erstmal mein Spielzeug finden. Kein echter Toll für dich, Akka. Checkpalette ist raus. Nein! Doch! Er geht Richtung Galgen. Ich finde nicht ein Totem. Wollte mich eigentlich verarschen? Oh, oh, oh. Oh, hi. Huch, Ruckel. Oh, nein. Aua. Oh, ich habe in sein Innerstes geblickt. Das war nicht schön. Wie sah's denn aus? Sehr schleimig. Aber leicht rosa. Oink, oink. Ach, da ist es. Der andere. Da ist mein Totem. Ach, schön. Ich bin beim Ausgang hinter den. Ja, ich suche gerade den anderen Ausgang. Bin ich blind? Ja, mach das die Tore auf. Ich habe ein bisschen Zeit. Ach, der andere Ausgang ist hinten. Sag mal, was ist denn jetzt los hier mit dir, Facecam? Wo seid ihr denn? Ich bin Main. Er rennt mir gerade hinterher. Ein Problem ist, er wird mich halt auch kriegen. Ich sehe dich halt nicht. Ich komme jetzt Richtung Tor gerannt. Oh mein Gott. Die Jill ist halt auch. Meine Güte. Ich habe mir gerade versucht, im Kopf irgendwie so ein bisschen einen Weg zurechtzulegen, aber nein. Oh mein Gott. Ich bin aber noch raus. Oh, lauf Mist, in einem Bogen um ihn rum, Acker. Lauf, 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 lauf. Scheiß auf die Jill.
Ich wollte gerade fragen, willst du noch fummeln? Aber. Premiere? Simi fragt, ob sie mitspielen kann. Oh, ja, kann ja. Wenn sie so ab 8:30 sagte. Ja, aber na freilich. Wir haben ja noch drüber gesprochen. Gestern. Okay, sollte ein Platz benötigt werden, mache ich so lange Platz. Das ist lieb von dir, Acke. Also sie sagte ja, wie gesagt, ab 8:30 circa. Ich denke mal, Cat kommt ja auch noch dazu gestoßen. Ja, sobald die Kiddies weg sind. Ne? Simi, wir haben gestern lang und breit darüber gesprochen, ne? Macht sie sich wieder schlechter, als sie ist? Ja. Sie ist ja lost und muss erstmal wieder reinkommen. Das ist kackegal. Was solltest du doch wissen? Kann man so gut für das Spiel sein? Theoretisch. Also... Bei Leuten, die uns noch nicht kennen, die nicht regelmäßig hier sind, die nicht wissen, wie wir spielen, muss ich immer betonen, wir spielen just for fun. Genau. Wir machen Fehler, wir bauen Scheiße. Ne? muss man so sagen, wir rennen gegen Wände. Ne? Also. Deswegen, ja, man kann zu gut sein, wenn man sich zum Beispiel sagt, man möchte mit Leuten spielen, die von dem Spiel Ahnung haben. Die einzige Ahnung von dem Spiel, die ich habe, ist, in welchem Busch ich mich verstecken kann. Ja. Na, wenn dich das nicht stört, immer und jederzeit. Und nebenbei, Leute, denkt bitte an den 12-Stunden-Stream, Horror-Stream, den Holger und ich planen. Ihr müsstet dann noch auf unserem Discord-Channel, Moment, so, hier ist der Link dazu, da müsstet ihr dann einmal unter Ankündigung abstimmen, an welchen Tag wir denn machen. Wir wollten das, glaube ich, am letzten Oktoberwochenende machen, weil wir es zeitlich nicht anders hinkriegen. Und dann ist halt die Frage, ob wir es Samstag oder Sonntag machen. Da sind auch die Uhrzeiten drin, da könnt ihr einfach dann unter der Beschreibung einfach eine Mode posten, was wir vorgegeben haben und dann, ja, aktuelles Gleichstand, deshalb ist das ein bisschen blöd. Oh Gott, wo geht's denn hin? Rennzuflucht, okay. Okay. Ja. Also es wird auch ganz spannend. Also der Holger und ich, wir haben es noch nicht genauer geplant. Aber es wird halt auch so sein, dass wir halt auch ein Grusel-Layout haben. So, also so richtig verkleiden werden wir uns jetzt nicht. Aber wir haben da schon so ein paar Gleichstand. Heißt, wir müssen an beiden Tagen ran. Nein, ganz bestimmt nicht. Da streike ich. Da bin ich raus. Corrupt? Kannst du gerne ja, machen. Ich hab's gehört. Kannst du gerne machen, Hugo, aber ich bin da raus. Huntress. Clicky-Till steht nur rum. Ach, da flog schon eine Axt. Mhm. Da wollte mir jemand mein Ohr abrasieren. Die Huntress hat die Till gefunden. Okay. Und die Till liegt. Cool. Na gut, wenn sie AFK ist, kein Wunder. Blieb sie denn die ganze Zeit jetzt wieder stehen, oder? Bis jetzt habe ich schon wieder nicht nach Aufgabe geguckt. Na,
Auch nicht im Keller. Jetzt bin ich einmal im Keller. Siehst du die Silhouette von Dago auch da unten auftauchen? Hallo. Aber Hatschus hatte ich wohl nicht gesehen. Zum Glück hat sie nicht gehört, wie ich die Truhe aufgemacht habe. Arschlochhaken, schön. Ist sie weg? Geht der Main vorbei? Nee. Komm zu uns, Dago. Gut. Lauf. Wacker, meinst du? Sie geht zurück zur Check. Oh. Au. Niki steht eh noch AFK da unten rum, also. Ne, er scheint hochgelaufen zu sein. Er hält sich auch hoch. Nee, das geht nicht. Ich war schon... Oh, ich hasse das mit der Handschuss, dass sie durch Warte, ich krabbel schon in den Keller. Warte, ich helf dir. Guck mal, bin ich nicht nett? Ich helf dir. Krieg ich dadurch einen Killerbonus? Krieg ich einen Killerbonus? Guck mal, ich helf dir doch. Killerbonus? Oh. Ich glaube, du bist so bonusmäßig schneller aufgehakt, Alter. Toll. Aber ich komme nicht am Arschlochhaken. Das ist doch schon mal schön. Ich warte mal und hoffe mal, dass sie dass sie mich nicht sieht. Tschüss, Bot. Ja. Als Anton ob. Die pimmelt halt immer noch darum. Sie rennt die ganze Zeit hier um die Scheck. Foxy, Adlerprotokoll. Genau, Adlerprotokoll. So. Was? Eins. Wollt ihr mich verarschen? Hallo? Nein. Zwei. Och, nur zweimal, das ist so gemein. Oh, ist nicht euer Ernst. Ja, das bringt nichts. Ja. Sie rennt die ganze Zeit hier um die Scheck. Ja. Dago kriegst du da unten definitiv nicht raus. Okay. Jetzt kommst du schon wieder zurück. Aber der Handschuss ist echt blöd. Teilweise gehen die Äxte echt durch Wände. Ja, warte eine Runde. Heartbeat das Rain. War keine Runde. Die hat nie existiert. Sie hat meinen Gen oben getreten. Ja, würde ich auch so sagen. Also es hat definitiv nicht existiert. Das, das geht gar nicht. Nein. Ja, super. Och, Mann. Die ist gerade übrigens genau an der gleichen Stelle gespawnt wie mit Teddy letztens, wo er disconnected ist. Genau die gleiche Stelle. So. So. Was haben wir oh Mann. Da? Oh Mann, oh Mann. Minus Rap. Guck mal, Sera weiß direkt, was Sache ist, ne? Welche Runde. Perfekt. Mehr wollte ich gar nicht. Ja, Huntress am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ist ja furchtbar, dass man hier so lange in der Lobby sitzen muss, um ein Match zu finden. Ich bin gleich wieder da, einen Moment. Alles klar, seitdem bleibt nichts mehr gewesen, mein Gott. Aufgeklärte Hoffnung, Undying Ruin und eine Hex Peak von Spirit. Warte mal, meinst du Haunted Ground? Also vertoffelter Boden? Dann leuchten ja alle Totems.
Oh, wie ekelhaft ist das denn? Da leuchten ja alle Totems. Wo ist das Problem? Das ist das Evil. Oh, Junge. Mach mich gerade fertig. Ich spiele manchmal als Killer auch, okay, dass alles leuchtet. Also. Ja. Mach mich gerade fertig und höre im Nebenzimmer, hat keinen Sinn, und hier Fuchs durch die Hedge springen. WTF? Welche Hedge, Rums? Welche Hedge? Unser letztes Match war gegen Pleite. Genau. Das sind ganz komischen Chat, Fuchsi. Die sehen irgendwas mit einer Huntress oder so. Ach du ehrlich? Das wusste ich gar nicht, dass das so. Oha! Oha! Wenn man durch Undying war ja auch, dass du die Survivor siehst, wenn sie in der Nähe vom Totem sind, oder? War das das? Von Glanzlosen, ja. Ja gut, aber dann dürfte das ja nicht triggern bei dem Full-Hex-Perk-Bild. Wenn du ein Perk-Bild spielst, bei dem alle Totems leuchten und an deinen, warte mal, Google. Google ist mein Freund. Ja, im Umkreis von einem Dalltotem. Oh boy. Ist das unangenehm. Super unangenehm. Und wisst ihr, was noch viel schlimmer ist? Es riecht hier die ganze Zeit nach Keksen. Die ganze Zeit! Das ist doch schön. Tablette nehmen. Haben die Kekse denn geschmeckt? Ja, an sich schmecken sie ja, aber sie sind noch halt unglasiert, ne? Also, ich habe gestern keinen Bock mehr gehabt. Safi, und für frech. Safi. Frech. Ich habe gestern sogar an Safi gedacht, während ich die Kekse gemacht habe. Ich habe nämlich welche gemacht, ein paar in normal, ein paar in Schoki, ein paar in lila und ein paar in orange. Und da ja bald Halloween ist, habe ich meine Förmchen rausgekramt mit Fledermäusen, Hexenhütchen und ganz vielen kleinen Sternchen und Monden. Aber Thomas sagt so, warum machst du dir eigentlich die Mühe, Förmchen und Farbe für die Kekse zu machen, wenn du die sowieso in Schokostreuseln ertränkst? Ich sage, ich weiß, dass die in der Farbe und in der Form sind. Und es ist natürlich ein Unterschied, wie du die Kekse dann isst. Na? So ein kleines Sternchen, das ist Haps in einem Wups im Mund verschwunden. An so einem Hexenhut knabberst du ein bisschen dran rum. Und so eine Fledermaus ist auch anders zu essen als so ein Hexenhut. Ja. Ja. Aber ich habe gemerkt, meine Lebensmittelfarbe, die ich von vor vielen Jahren mal von meiner Mama geschenkt bekommen habe, die gute Wilson, die gibt langsam den Geist auf. Irgendwann ist sowas durch. Du siehst aber nicht viel davon, Simmy. Ich kann dir ein Foto von den Keksen machen, wenn ich sie heute alle schön ausgelegt habe. Dann kann ich dir eins davon knipsen. Es ist immer so eine verdammte Arbeit mit den Keksen, ne? Wenn du nicht so viel Platz hast in der Küche und nur zwei Bleche, beziehungsweise ein normales Blech und einen Gitterrost hast. Da kann ich leider nicht so viele Kekse machen, wie ich gerne würde. Dafür sind die dann immer viel zu schnell weggefuttert. Die Hälfte verschwindet gefühlt schon, bevor sie glasiert sind, weil Thomas immer wieder nascht.
Ja. Achso. Ich habe gestern übrigens keinen Anruf mehr gekriegt. Das heißt, es kann sein, dass ich den heute kriege und spontan mal kurz weg muss. Danke für eure... Die haben mich echt den ganzen Tag auf heißen Kohlen sitzen lassen. Ja, habe sie. Alert los ist. Ich weiß nicht, was mit dem ist. Ich muss da nochmal drüber gucken. Also es tut mir wirklich, wirklich sehr leid, dass ich das so nicht mitkriege. Aber vielen, vielen lieben Dank für eure Follows. Vielen, vielen Dank dafür. Danke. Ich wollte Bilder machen, wenn, ne? Danke dafür. Ich will sie doch nicht machen, wenn die noch gar nicht fertig sind, Simi. Und bei Keksen ist halt das Problem, ich ertränke die wirklich in Schokostreuseln. Es ist wirklich so. Ich mache immer ein paar mit ein bisschen weniger für Thomas. Aber, ja. Ich müsste das vielleicht gleich mal, ich muss mir das mal aufschreiben. Wartet mal. Aber ich mache nachher Foto, Simi. Ja, während des Streams finde ich das blöd, das zu testen. Aber auf jeden Fall tun wir dieses Wochenende das Pizzarezept von Lausi ausprobieren. Also es tut mir echt leid, dass da jetzt kein Alert kommt. Es gibt eigentlich einen Alert, einen sehr lauten, dass ich das eigentlich mitkriegen sollte. Es tut mir halt nur sehr leid. Corrupt? Oh, wow, warum spielen schon wieder so viele Corrupt? Ich weiß es nicht. Das ist ja irgendwie eine Aufgabe. Gibt's das? Und der Check kein Killer. Killer. Panikmacher. Geist oder Ghosty, maybe? Ja, Ghostface. Er croucht in der Mitte rum. Wo ist er denn? Das frage ich mich auch gerade. Also, er war gerade hier in der Mitte bei mir. Ich bin hier in der Mitte auf dem Hügel. Ich sehe es. Ich bin etwas weiter von dir entfernt, links von dir. Ja, an einem Baum. Pikabu. Jetzt traue ich mich nicht raus, weil es ein Ghostface ist. Und ihn keiner gesehen hat. Ich habe ihn gesehen, aber ich weiß nicht, wo er hin ist. Er ist hier hinten am Hügel vorbei. Ich sehe Akas Popo. Ich gehe wieder an den Jen. Ich traue mich nicht an den Jen. Warte, Akka, ich gehe an deinen Jen dran. Achso, das ist... Oh! Wo ist das? Der war der Mine. Was zur Hölle ist bei euch los? Gar nix! Oh, Junge, geh da weg! Er hat Dagoof gestalkt. Ich hab einen Bodyfreund. Was ist da hinten noch? Ich hab dich gesehen. Das ist kein Ghost normal. Face. Ich bin neben dir. Hallo, Ghosty. Dago hängt er noch an deinem Popo? Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, er ist wieder im Tarnmodus. Also ich gucke hinter mir lang. Da kann ich aktuell nichts sehen. Er hat Fuxi? Wo? Wo ist er? Oh Gott. Er ist am Jen. Er ist in die Mine. Ich hänge hier so ein bisschen Fuß am Stein. Okay. Glossy, Jen ist fertig. Okay, ich hänge da oben auf dem Hügel fest. So ein bisschen tut er mir ja leid.
Ich hatte schon erwähnt, dass heute echt lustig wird. Irgendein Stalk da. Ich habe beschlossen, dass ich meine Adepts nachhole. Ach du Scheiße. So wie ich letztens. Du hast dich so weiter noch nicht auf Adept? Nein. Ich auch nicht. Oh no! Oh, das bekommen wir hin. Ich habe Angst, dass Ghost gleich hier um die Ecke Pikabu macht. Nee, ich habe meinen Gen knallen lassen, von daher alles gut. Er hat meinen Gen getreten. Das fand er blöd. Ich muss einmal kurz durchatmen. Ab in den Schrank. Ab in den Schrank. Hockt er die ganze Zeit nur rum und stalkt? Hofft er auf Nöd? Also ich hatte vorhin meinen Gen aus Versehen knallen gelassen. Dann ist er dahin. Ich nicht. Und hat die Granate gefressen und jetzt weiß ich nicht, wo warum er ist. Kann ich mir so gut vorstellen, dass er Nöd dabei hat? Ja, ist so. Soll euch allen Grüße von Paddy geben. Schöne Grüße zurück an Paddy. Suchen wir mal ein paar Totems. Der Gen läuft schon. Ja, hinten an der Mine sind zwei. Ich glaube, da hofft er jetzt drauf. Ja, der ist da auch noch. Der ist da an der Mine. Haben wir noch irgendeinen Gen, der nicht an der Mine ist? Ansonsten haben wir jetzt ein Problem. Es hat Arco. Ist er denn? Hinter Arca her. Oh. Er hat abgelassen? Irgendwie protected er hier da hinten das Main ganz schön. Oh, der hat den anderen. Hier ist ein Jen, aber da kommt auch der Randy. Oh, das ist schön. Ist nicht wahr. Ich mache ein Totem, Leute! Haben wir uns haben wir. Sehr schön. Ich bin hängen geblieben, verdammte Kacke. Deshalb ist er die ganze Zeit da hinten nämlich geblieben. Das ist aber auch manchmal scheiße mit den Maps. Haken. Er geht links von mir in die Mine. Er ist durchgegangen, er geht hinten in die Ecke zu dem Gen. Na, komm schon mal da runter und schnell weg hier. Ja. Schnell weg. So hinter die Baumstämme oder so. So. Oh Gott, ist der wieder ganz runter. Das ist scheiße. Immer das panische Umgucken gerade. Ja, ich hasse das. Das mit dem panischen Umgucken hast du aber auch bei Meyers und auch beim Schweinchen. Das ist Dagu? Echt nicht schön. Ja? Er kommt wahrscheinlich gleich auch an diesen Ja. Daneben!
Aua. Komm mal mit, dann krieg ich meine Aufgabe für dich. Das hat nicht gezählt. Ach, scheiße. Ja, nicht hoch genug. Anscheinend. Es hat von mir abgelassen. Oh nein, er kommt wieder. Ja, oh nein, er kommt der wieder. Jen ist fast oh nein, er kommt wieder. Ich weiß. Leute, dran da. Ich geb mich schon voll mehr. Aber er ist mir nicht hinterher. Ich hab mich mal hinten in die andere Ecke gesetzt. Mal gucken, ob ich hier einen Jen ein bisschen weiter bekomme als da drüben. Er ist mir nicht hinterher. Ich glaube, er hat einfach nur den Jen getreten. Er ist an der Mine hinten dran. Geh wieder an den Jen. Vorsicht. Kann sein, dass er gleich wieder zurückkommt. Wenn ich da nur eine Bombe reinschicke, ist mir scheißegal. So. Die Bombe ist scheißegal. Scheiße, ist ja genau ein Haken um der Ecke. Oh Gott, oh Gott, ja, oh Gott. Ja, los. Oh Gott, oh Gott, wo kommt der denn her? Tritt den Jen, tritt den Jen. Na, du tritt doch mal den Jen. Du weißt, der hat jetzt keinen Grund mehr, da wegzugehen, ne? Das ist ja nicht schlimm, wenn Akka den anderen da fertig macht, ist das super. Oh shit, ich glaub, das hab ich nicht gesehen. Ja, nee, den anderen, den anderen. Oh, Fuchsi, Vorsicht, der kommt in deine Richtung. Ich hab den Jen jetzt gleich auf 80. Zieh durch, zieh durch. Ist bei mir in der Nähe, der Herzbube. Ja, wir kämpfen gerade jetzt ein bisschen. Das ist nicht schlimm, Hauptsache der Jen wird fertig und ihr kommt raus. Der Rest ist ja erstmal egal. Oh, Acker! Oh, nee, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Ich hab den Jen jetzt gleich durch. Ja gut, 95. er ist immer noch bei Dago. Gut, gut. Oh! Er kommt zurück zum Haken. Ja. Hier auf der Seite, wo ich den Jen gemacht habe, mache ich auch das Tor auf. Okay, ich komme. Der andere hat versucht zu blocken. Wie weit ist das Tor? Du hast 80. Wo ist Dago? Dort. Da ist Dago. Ich wollte so schön außen rum. Er ist hinter dem anderen her. Hallo! Lauf, Dago. Du hast gesehen, wo das Tor ist, ne? Ja, da ist er aber auch hin. Ja, du hast einen BT-Hit. Und einen Hit hätte ich nehmen können. Also, ja. Na, jetzt wartet der natürlich. Ja, nee, Akka! Alter! Was denn? Oh. Er hat mich rausgehauen. Ja, ich bin auch rausgerannt. Schnell, Junge, lauf! Kriech! Ich schneller. Oh boy, das wird nix. Die geht auch drauf. Der kriegt nicht mal seine Fluchtchance. Oh no. Da hätte man mit dem Abhängen noch ein bisschen warten müssen. Und du hättest gleich direkt zum Tor rennen müssen, Dago. Nicht erst in die andere Richtung. Vergiss nicht, du hast immer einen BT-Hit frei. Und wir haben ja extra nach dir geguckt. Unlucky. Unlucky. Ärgerlich. Mann, bin ich gerade froh, dass ich nicht in der Lobby von Dee gelandet bin. Warum? Weil er Meyers spielt. Ich lache immer noch darüber, dass du ihn mal hattest. Das war auch so dummer Zufall. Ja.
Guck mal an, der hat wohl auch eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Oh, weißt du, was ich ätzend finde? Meine Pakete sind ja alle verschickt worden. Ich kriege heute 1 von 5. Der Rest ist noch nicht in meiner Gegend angekommen. Warte, was? Was? Pakete. Badmöbel. Ja. Von 5 Stück kommen, ich habe gerade geguckt, bei DHL doch noch. Heute kommen nur 3 an, das heißt 2 fehlen noch. Okay. Ja, immerhin, ne? Immerhin. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, welche. Wow. Wahrscheinlich die wichtigsten. Wie immer. Ja, das heißt, wir bauen das Zeug erst auf, wenn alles komplett da ist. Ich habe schon wieder meine Kackaufgabe vergessen. Okay, also. Siehst du, Foxy, da sagst du was, Aufgabe. Danke. Oh, ich muss Generatoren reparieren. Okay, ich habe gewechselt. Das heißt, wir spielen jetzt alles um Cat rum. Hauptsache, sie kommt raus mit ihren. Ja, das kriegen wir hin. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Vor allem, guck, ich spiele Dwight. Oh. Hey, komm, ich spiele Jake, dann habe ich die Aufmerksamkeit. Ach nee, Quatsch, das ist ja mein Tarnanzug. Ja, genau, Tarnanzug, weißt du doch. Ja, warte. Kommt jetzt Bierbauch, Jess. Warte, hier, wir machen mal Ablenkung. Ja. So. Hab ich irgendwas zum Ablenken? Ich glaube nicht. Doch, du hast Jonah mit den Herzchenzeug. Ach du Scheiße, hab ich bei dem aber die... Oh Gott. Ach, schön. Aber ich habe leider kein Will Make It bei ihm. Aber ich habe Blendgranaten. Der Killer denkt sich auch gerade, what the fuck ist hier los? Ja. Und ich schmeiß wieder fürs Main Building. Oh Mann, ich bin so wunderschön. Dwight, was habe ich für einen Bock, ey. Bin so wunderschön. Hallo, ich sehe aus wie der absolute Vollpfosten. Siehst halt aus wie ein Dwight. Akka, wie geht's deiner Stimme? Man hört es, oder? Es ist besser als gestern. Ja, es ist ein bisschen besser, aber es ist noch nicht ganz weg. Ich die Stimme nicht so weg. Ich glaube, ich benenne mich gleich in Steam um in Please Let the Princess Live. Wow. Please Let Cat Live 1, 2 und 3. Oh. Oh Mann. Der Adept ist halt so anstrengend. Ja, ich weiß. Ich habe halt, wie ich das gemacht habe, ich habe super Glück gehabt. Und es ist Nemesis oder Wesker. Liefe. Oh, das heißt, ich bin gleich gearscht. Ah, oh, das ist keine Verzerrung, ne? Ich habe schon Herzgrube. Kurzer Leck drin.
Oh, Nemi. Nem, nem. Nemesis. Ich bin der Schrank. Du bist der Schrank, okay. Oh. Mach dir mal einen Gewinn. Oh, so ich vorbeigelaufen. Wo bist du denn mit ihm? Irgendwo gegenüber der Check. In einem Jungle-Gym war ich in einem Schrank. Er hat Gott sei Dank den Schrank hinter mir genommen. Oh, Akka, er kommt. Lass ihn doch kommen. Das ist furchtbar. Weißt du, hast gesehen, in welchem Schrank ich gegangen bin, ne? Er rennt außen rum, er rennt Richtung Shack. Ich sitze schon wieder am Gen. Ich habe eine Dago gefunden. Ein Dorp. Oh, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Oh, Zombie ist auch da. Das ist aber auch nicht schön. Oh, nein. Du weißt gar nicht, was die Beine haben. Lauf. Wir ganz gemütlich machen den Gen und hören wieder kreischen. Ach so, Fuchsi will den Killer haben. Warte, ich komme. Huch, da hört ich gar nicht hin. Wir haben den Gen fast fertig. Hallo. So war das nicht. Da, warte, hier, Fuchsi, wo bist du? Ich hab hier was. Scheiße, die ist im Schrank. Du bist doch im Schrank, ne? Jungfrau. Such mal. Ah, scheiße, falscher Schrank. Oh, hat er was gesehen? Nein. Oh, ich blut den Schrank voll. Wer solche Freunde hat, Alter. Ah. Ja, uff, uff, uff. Junge, dein Schlong ist noch nicht so lang. Man hört mich nicht? Ha? Okay. Ich höre dich ganz normal. Oh nein. Ich höre dich auch normal. Okay. Scheiße. Aua. Jetzt ist der Schlong länger. Es tut mir ja leid, aber ich stehe auf lange Schlängel. Was? Oh, weil. Ist es schon wieder soweit, ja? Lalalala. Wir haben. Was? Halb acht? Sackgasse? Keller? Wieso haust du denn bitte schön den armen Keller? Wieso krieg ich den Arschlochhaken? Wieso krieg ich den Arschlochhaken? Der hat mitgekriegt, dass du an mir abspielen wolltest. Sowas. Nur weil ich weit beschütze? Der rennt Richtung Acker. Sowas. Er hat Acker. Du kannst loslaufen, Cat, wenn du da abhängen wolltest. Ja, ich wollte Dago abhängen. Wir haben noch ein bisschen Herzbubo. Ja, Akka rennt mit ihm hinten um die Check rum. In der Check ist auch noch ein Gen. Der ist total kacke. Nix da. Behalt deinen Schlong bei dir. Dago, ich muss dich heilen. Achso, ja dann. Ich muss Medkit leer machen. Das war nicht. Akka! Huch! Gehen Sie weg, Sie Zombie! Die stinken! Da ist eine Fuchsi. Da liegt ein Akka. Oh ne, Zombie, geh doch mal weg! Da kommt ein Zombie auf dich zu, Dago. Er facecampt. Oh, wow. Wow. Na, jetzt ist er weg. Kommt in unsere Richtung. Wir hätten diesen Zombie da eingeladen. Ist jemand in der Nähe bei Akka? Jawohl. Okay.
Vorsicht, Zombie. Nein, nein, nein. Oh, oh. Palette ins Gesicht. Hier. Hast du noch, hast du ein Item in der Hand? Oh, ja. Ja, hast du. Okay, gut, dann nicht. Dann ist das meine. Box mehr machen. Huch! Mein Gott, da taucht auf einmal so eine Ische vor mir auf. Warum nimmst du dann keine Box, die ein bisschen weniger hat? Weil ich vergessen habe, dass ich Dwight spiele. Aua! Oh Gott, ich will das nicht. Hallo? Huch. Oh, Zombie! Hallo, tschüss! Er folgt mir. Oh, Scheiße! Das funktioniert, das ist so frech. Ich hab Kacke am Schuh. Ich höre das. Wenn ihr Dago aufsammeln wollt, dann, na? Ja, warum trittst du denn in Kacke rein? Was soll das denn? Dago, ich bin auf dem Weg. Dago, ja. Ich bin auf dem Weg. Ja. Ich lautsch, Zombie. Was war das denn, Cat? Er kommt zu euch zurück. Wo, Zombie? Ah, er! Zombie. Ah, nein! Vorsicht, du rennst da einen Zombie rein. Oh Gott. Das ist schon wieder eine Runde, ey. Ich hab Spaß. Jetzt hab ich doch schon wieder den am Arsch. Nein, hast du nicht. Ach so. Ich hab ihn am Hintern. Nicht bewegen. Oh, ich beweg mich doch schon gar. Aua! Dagus Hintern war etwas zu breit. Ja, ja, Entschuldigung. Ist aber auch gigantisch, ne? Ja, mehr zum in Liebhaben. In dem Outfit definitiv. Mehr zum Liebhaben. Der Jen läuft schon. Jen in der Check. Wie gesagt, Check ist noch. Mhm. Ich drehe hier schon seit Stunden diese meine Runden. Huch. Hem. Sorry, das war das Schiff. Das oh, Entschuldigung. Schiff? Ach so, ja, ja, ja. ich hab ihn mal abgenommen, Acke, auch wenn das unfreiwillig war. Ich hab nicht gewusst, dass du hier bist, sonst wäre ich woanders lang gelaufen. Ja, alles gut. Ich hab dich da heulen gehört, ich renn mal weiter. Aber. Nee, er hat's Zombie, trotzdem gehört. Bleib mal weg. I'm sorry, Akka. Akka? 3, 2, 1. Nein, Zombie! Huch! Wo ist denn meine Granate? Von dir weg. Hat die einer von Adre direkt in Zombie reingerannt. What? Nice. Hat einer irgendwo eine Granate gefunden und aufgesammelt? Nein. Ja, aus Versehen, ich hab sie. Nein, alles gut. Ich hab mich nur gewundert, ich hab nämlich hier. Oh nein, aua! Ja, ich hab gedacht, das wäre nicht gut. Ich hab's dahin geschmissen und gezündet. Das Tor hinten bei mir, ja, gut. Cat ist hier. Vago, wo bist du? Beim anderen Tor. Ja, komm. Ja, ja, bei uns. Cat raus. Au! Nüt! Lauf! Lauf! Geh, geh, geh! Lauf! Lassen Sie Dago, mich! Es tut mir sehr leid, aber da können wir nichts tun. Lauf! Tut mir leid, Dago! Ach Quatsch! Akka! Ich hätte so gelacht, wenn das Mädchen hier vorne gewesen wäre. Vielleicht direkt vom Haus. Boah, nö! Jetzt. Huch, Facecam! Das war klar! Das war so klar, ne? Mit dem Nöt. So wie der gespielt hat. Ich bin aus Versehen rausgelaufen. Akka, geh raus. Ah, ist das ich hab's nicht. Meh. Halt schön durch, Dago. Ja. Akka ist gleich da.
Er geht weg von mir. Er kommt zurück. Scheiße, ey. Ich ärgere mich gerade, weil ich rausgerannt bin. Oh nein! Nein! Oh mein Gott! Ich hab's versucht. Dankeschön, ich hab dich noch fast bekommen. Oh. Das war die Gicht im Daumen. Oh. Mensch. Iron Grasp, Padlock, Liebe. Wunderbar. Oh, Gott sei Dank, ich kann Dwight wechseln. Oh, das, ja. Er mochte meinen Bauch. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Na, ist alles gut. Ja, frag mich mal. Frag mich mal. Ja? Wie mich das ärgert. Weil das hätten wir ganz schön easy peasy zusammen machen können. Meh. Ja, gut. Es ist auch nicht jeder so bekloppt und rennt wieder rein, ne? Jupf. Ich ja. Wen juckt's? Ich wäre auch wieder reingerannt. Ich wollte auch gar nicht rausgehen. Ich wollte nur antäuschen. Aber nein, ich war ein bisschen zu nah. So ja, wie ich vorhin, schön. Wo du mich eigentlich hättest nochmal anfassen können, ne? Ja, richtig, genau da. herrlich. Okay, nächstes Adept. Erinnert mich daran, dass ich mich nach der Runde umbenenne. Da musst du aber mal starten, ne? Ja. Du? Dann ist das so. Ich mach das, es ist mir egal. Zu was denn? Ich nenne mich Please Let Cat Live. Muss ich mich ja auch umbenennen. Wieso? Hi, I'm Cat. Ja. Stell dir mal vor, Dago und Akka ziehen auch mit, dann nennen wir uns Please Let Cat Live 1, 2 und 3. Und dann Hi, I'm Cat. Na, oh, Mau. Ja, du, mach mal, kein Ding. Hm. Oh ja. Ich glaube, der Killer hat keinen Bock. Aber dass wir mal keinen Wesker kriegen so früh, wundert mich. Oh, Jinx ist bitte so nicht. Dankeschön. Jetzt kriegen wir. Ich bin ganz froh, dass aktuell kein Wesker unterwegs ist. Ich bin ganz froh, dass wir die nicht über den Weg laufen. Der spielt schon wieder Meyers. Boah, wie oft kam gestern eigentlich Pew Pew? Ey, keine Ahnung. Weil egal, bei dem ich reingeguckt habe, ständig. Ja, ne? Also überall. Furchtbar. Überall. Also an manchen Tagen ist es echt schlimm. Rüger, magst du eigentlich gleich mal zum Bäcker gehen? Da weißt du dann auch, irgendeine Aufgabe muss sein. Ja. Ich sehe einen Fuchs. Ich kann dir auch Klümpchengeld mitgeben. Wir haben Onryo. Ah. Bin direkt vorm Fernseher gestartet. Ja. Wir haben 4 Manga. Hier sind 2 Fernseher direkt nebeneinander, ne? Aber sowas von direkt nebeneinander. Das wird lustig. Ich hab sie gefunden. Oh. Gut. Oh. Du rennst jetzt aber in die Arme gelaufen. Nicht ins Main, oder? Weil da wollte ich gerade. Oh mein Gott! Ich hab aufgeschrien. Ich schreie jedes Mal auf, wenn sie sich manifestiert. Ach du Scheiße. Oh, dann hast du dieses Add-on dabei. Das ist ja echt eklig. Ja, das wird lustig. Na super. Ich muss mal Richtung Main. Bin im Schrank. Bin, da gut, ist aber immer noch hinter mir her. Gehst du durchs Main oder nicht? Nee, ich bin am Main vorbei. Ich bin. Okay. Ach, da hinten. Ja, okay, ja. Wo seid ihr? Im Main. Im Main oben. Gut, ich gehe Richtung Check.
Sie kommt. Wie, kein Bock mehr auf mich? Warum das denn? Sie tritt den Jen oben im Main. Ach, Menno. Und rennt Dago hinterher. Dafür hat sie den jetzt direkt verloren. Acker, da wo der Jen anging, bin ich noch. Drüben andere Seite war das, ne? Mhm. Hinter uns. Sie ist wieder Main. Oh, haben wir noch einen hingekriegt, oder? Nee, aber ich gehe gleich zurück und mach. Ich bin das Scheck. In der Scheck ist nichts. Neben der Scheck auf dem Berg bin ich dann. Sie hat von mir abgelassen. Ich wollte gerade sagen, sie folgt dir nicht, ne? Nee. Die portet auch nicht. Sie ist immer noch im Main oben. Ja, sie ist da oben noch. Die wird jetzt auf Main committen. Die ist immer noch hier. Boah, Sprintburst ist auch so ein Kack-Perk, ey. Jetzt hat sie geportet. Ist bei Acker. Bin Main wieder dran. Ich komme und versuche zu helfen. Ich habe auch gerade kein Heartbeat gehabt, wie die hier hochgekommen ist, ne? Nee. Wenn die aus dem Fernseher kommt und unmanifestiert, glaube ich, sowieso. Genau, demanifestiert hat sie kein Heartbeat. Wir hätten uns vielleicht einen anderen Ort suchen sollen zum Heilen. Ne, sie hängt da hinten noch dran, hinter mir. Nein, scheiß Baum. Bildchen läuft schon. Bin am Baum hängen geblieben. Hilfe! Das ist ein Einzelgen. Okay. Hier ist ja gar nichts mehr. Nee. Oh, scheiße, ich war ja hier. Dago? Ja? Wo bist du jetzt hingerannt? Weil da nach hinten in die Ecke zu dem Bei Gen? Bei Cat, genau. Aber da kannst du nicht mehr dran. Okay, ich. Ist ja okay. Will ich auch gar nicht. Geh weg. So. Geh weg. Sicher ist sicher. Sie ist beim Einzelgen und geht hinten in die Ecke, wo ihr seid. Den kriegen wir noch. Ich krieg noch. Ja. Scheiße. Hallo? Oh. Musstest du jetzt hier lang, du blöde Ziege? Ich renne gleich auf die andere Seite und mach da irgendeinen Gen. Ja, ich hab direkt neben der Steck auf dem Hügel angefangen. Direkt vom Main ist einer, dann dahinter in der Ecke haben die Mädels angefangen. Warum ist hier nichts mehr? Weil der Acker war! Mann. Komm, ich hab's aber gut hingehalten. Also zwei Chancen schon gemacht. Hast du auch. Alles so. Weißt du was? Ist mir jetzt egal. Kassette raus, kannst du schon mal nicht mehr hierher. Ah, ich glaube, in der Scheck ist auch einer. Ja, macht nichts, aber dafür muss er erstmal außen rumlaufen. Wie sie den Brunnen und die Kassette halt auch am Haken hat, ne? Dago, bist du in der Nähe bei Cat? Ja. Das Schöne aber sie ist halt, solange ich eine Kassette. Solange ich eine Kassette in der Hand halte, kann sich nein, sie alles sie hört mich, weg. Sie hört mich, sie hört mich. Scheiße. Ich auf dem Weg. Ich sehe halt gerade nur leider nichts. Du läufst aber schon richtig. Okay. Ja. Alles da, wo Acker hing. Ich bin am gleichen Haken. Super. Wow. Dann werde ich dich wahrscheinlich gleich nur abhängen können, weil sie gleich straight hierher kommt. Ja. Dago ist direkt gegenüber von mir. Sie kommt durch den Fernseher. Bei uns? Bei mir ist er nicht. Ich gehe zu Dago. Wer immer mich abhängt, bitte erst den Gen anpacken. Ja. Das wäre super. Das war so schön. Ja. Hat sie gerade den Gen getreten? Check Gen durch. Ah, puh, hat Dings dabei. Bestimmten Fernseher. Nee. Hat mich gesehen. Ja. Erstmal eine Kassette gemacht. Erstmal den Gendern gefasst. Ach, ich hab ja Zeit. Ich hab genug Hängsel. Ich stell jetzt Main eigentlich durch. Ja.
Ja. Ja, vorsichtig, ran aufs Main. Aufs Main kannst du, es mir egal. Nur darunter solltest du da nicht gehen. Bin aber unten. Ich liege jetzt. Wurmstoß. Ich häng vor Main. Unser Gem ist fertig. Sage, oh shit! Ich mach das jetzt trotzdem, dann kommt sie wahrscheinlich zu mir, aber es ist mir egal. Den habe ich genommen. Ich laufe außen am Main vorbei. Also geht auch dir hinterher? Ja, ich häng auch noch nicht. Ich weiß zwar, dass hier ein Gen unbenutzt ist bisher, aber ich will in den Jungle Gym, wenn ich es dahin schaffe. Arka, wo bist du zum Befummeln? Läufst gerade auf. Da. Wo ist die Alte? Ja, der Tarnanzug hat seine Wirkung da gezeigt. Oh. Ja, mein guter Tarnanzug. Mhm. Oh Gott. Mhm. Der hat mir schon so oft das Leben gerettet. Mein Busch! Ich komme vor Main an Haken. Haken. Sie rennt hinter mir vorbei. Wer ist denn das? Ist das Dago? Sie portet. Ja. Das sieht so dämlich aus. Sie portet. So, komm mal da runter. Dankeschön. Ich den letzten Rest von meinem dumme Ziege! Ich bin am Single-Gen gewesen. Wie weit war der? Hälfte. Oh. Vorsicht, hinter dir! Hey, Junge! Au! Boah, wie schnell werde ich wieder hinter mir? Ja, wenn sie dem manifestiert ist, kann sie, glaube ich, minimal ein bisschen schneller laufen. Aufs Main. Akka, ich glaube, sie kommt zu dir. Wir supportet. Supportet, ja. Ich gehe zu Cat. Hier ist noch ein Fernseher an. Ja. Autsch! Akka müsste eigentlich auch mal ein Tape machen. Ich muss erstmal gucken, dass ich sie loswerde. Sie kommt auch direkt hierher, Cat. Ja, deswegen wäre es geschickter gewesen, den Fernseher da auszumachen. Geh weg! Oh Mann, das Problem ist, hier ist halt nichts mehr und ich lieg gleich wieder. Ich renn mal Richtung Shack. Da dürfte nichts sein. Aber der Shack ist nur noch eine, nee, zwei Paletten. In der Shack ist, glaube ich, und vor der Shack ist auch noch. Oh Gott, Akka! Ich meine nichts im Sinne von kein Gen zu machen. Oh Gott, geht! Alle hier! Ja, Junge, meine Stimme. Soll ich dich erst heilen? Oh Gottes Willen, ich werde es nicht. Ich habe uns erst noch einen romantischen Film angemacht. Es ist der letzte Gen. Soll ich. Ich gehe von der Shack weg. Okay. Ich gehe am Main. Wir ziehen vorbei. Den Gen durch. Supported. Was? Gen auf 80. Wo ist sie hin? Hallo? Du solltest mir hinterher rennen, Pippi. Wunderschön. Da kommt was. Alle Cat beschützen, dass er rauskommt. Aua. Oh, du Miststück! Cat ist die Johanne. Wo ist denn das andere Tor? Ganz hinten auf der anderen Seite. Oh, wow. Ja. Da habe ich erst angefangen. Oh nein, Akka! Ab. Danke. Oh, wir müssen raus. Akka ist tot. Hopp. Es tut mir leid, Akka. Das ist doch egal. Cat muss rauskommen, nicht ich. Ja, aber trotzdem. Danke, Akka. Ich habe die Survivor schon alle Adept. Bei mir ist es egal.
Ja, ich noch nicht. Skull Merchant Perk? Was? Game, ich habe trotzdem Uphit bekommen. Passt doch. When you're chasing the obsession, this perk activates. Damage in general, breaking walls, weiß ich nicht, or pellets gives you 5% haste. Aber nur für 10 Sekunden. Unrelenting. Ew. Mir gar nicht aufgefallen. To be honest. So. Ich mache euch mal ein bisschen Musik an. Huch! Was denn du? Oh, Bärchen! Was ist mit Bärchen? Ach ja, warum nicht? Halt, stopp! Ich geh kurz raus. Ich gehe jetzt meinen Namen ändern. Ach ja, stimmt, da war ja was. Ja, ja. Ich mach das, hab ich gesagt. Hab okay. Ich gesagt. Profilname bearbeiten. Please. Let Cat. Oh, Mist. Scheiße, warte mal. Liv war mit V, ne? Ja. Es gibt so manchmal Momente, da muss ich echt überlegen, Alter. Da darfst du mich nicht fragen, ich bin Englisch-Legastheniker. Okay, so. Speichern. Das kennt aber jeder irgendwo. Spiel starten. Hi, danke. Mit Smiley. Da war ja was. Mit Smiley, Alter. Ja, warum nicht? Oh, kann ja kein Babyface dahinter setzen. Ich find's schön, dass du das so auch genauso daran gedacht hast, Leerzeichen mit reinzusetzen. Was habt ihr jetzt gemacht? Please let. Ich hab jetzt Please let Cat live mit Leerzeichen dazwischen, Acker. Oh Mann. Hi, I'm Cat. Ja. Ansonsten sitzt da einfach eine 2 dahinter, Acker. Ich mach das anders, warte. Ihr schreibt bloß nicht rein, dass sie am Adepten ist, weil dann fokussen sie sich unter Umständen umso eher. Hm. Warte mal, Profil. Nee, ich schreibe jetzt rein, please let Cat escape. warte. So, Profil bearbeiten. Ich bin doch anonym, bei mir sieht man doch eh nichts. Ist es nicht lustiger, wenn wir wirklich den gleichen Namen haben? Da musst du wohl mal nicht anonym spielen. So, warte mal. Och, komm. Please let Cat live. 2. Das hilft, ja. Oh, schön. So, ich habe mich nochmal umbenannt. Ich bin jetzt Liv 1. Wunderschön. Dann muss Dago Liv 2 machen. Ja, habe ich. So, spielen. Gott, ist der Name lang da oben. Ich finde das toll. Ich sehe euch nur noch nicht online. Ja, wir sind nicht so schnell. Ist das doof, ey. Ihr seid solche Wahnsinnigen, ey. Wieso? Das ist doch lustig, Cat. Wieso? Ha? Guck. Ich bin Klödi. Furchtbar. Ja. Warum habe ich denn eine Taschenlampe drin? Hast du kein besseres Outfit für die Alte?
Gleich, Moment. Oh, mach mal zurück. Irgendwie ist heute das Compendium broken. Ekse hole ich mir trotzdem. So. Weiße Glyphe, finde ich doch gut. Boah, Paddy schreibt gerade, Cat muss zum Lachen erst im Keller hängen. Ja, ich hab's gesehen. Boah, ey. So schlimm ist es auch nicht. Ja, ja. Oh, die könntest du jetzt mal langsam wieder starten. Gibt's noch nicht. Au. Geht doch. Möchte dein DPD nicht mehr? Ich bin schon Meins? Da. Ich bin schon da. Meins möchte. Und ich war zwischendurch auf Toilette. Ich musste. Alter, habt ihr nicht mal auf die Rechtschreibung geachtet oder was? Was ist los mit euch? Wieso? Also ist ja eh alles in Caps. Never mind. Das ist ja eh alles in Caps. So, ich muss jetzt nur noch. War das online? Ja, ich glaube, das war online. Namen verbergen? Nein. Anonym? Nein. Oh Mann, das wird. Jetzt sollte man, glaube ich, auch meinen Namen wiedersehen. Das können wir dir schlecht sagen. Wir sind befreundet. Das ist richtig. Oh, das kann ich mal reinschmeißen. Das. Was hat die denn nochmal? Empathie. Boah, die Perks, ey, ich kotze. Das ist doch schön. Okay, Botanik ist noch völlig okay, aber Selfcare. Der Killer muss sich jetzt auch denken, what the heck? Oh nein, das Marco-Outfit. Ich nehme das. Es ist schlicht. Es ist pink. Das ist schön. Hast du es ist rosé, es ist nicht pink. Auch ein bisschen pink mitgebracht. Ich habe ja schon meine Männer nicht dazu bringen können, mal zum Bäcker zu gehen. Mist. Und jetzt ein schönes Schälchen von Haferflocken. Ich lasse so hart, wenn du jetzt erst recht rausgetunnelt wirst. Ich wette drauf. Das kann durchaus passieren. Wenn ja, dann müssen wir es halt wieder umändern. Dann müssen wir es halt wieder umändern. Warte, ich brüll dich gleich an. Mick. So. Was? Hast du denn ein bisschen Frühstück mitgebracht? Ja, ihr schnackelt so laut. Mein armer Chat. Was? Ja. Was? Nein. Mick soll nicht meckern. Ja, Mike ist wieder am Meckern, hä? Ja, ja. Ah, schön. Kein Alien. Kein Liefel. Vor die Nase. Kein Heartbeat. Kat macht erstmal ihre Glyphe. Ich glaube. Michael! Ich hab Meyers gesehen. Ich habe ihn gesehen, er ist am Main gerade vorbeigelaufen. Nee! Ja, und er stalkt. Nee! Oh Gott. Oh, er ist genau in meine Blickrichtung, Kat. Da hinten. Mhm. Oh mein Gott. Such eigentlich den Keller. Warum sehe ich die immer als erstes? Oh Gott. Ich will das nicht. Er rennt weiter hinterher. Nee, er kommt wieder zurück. Also noch Cat weiter und hinterher. Schrei. Das war meine Glyphe, du Arsch. Er ist immer noch rennt hinter ihr hinterher? Mir. Ja. Ich stand dazwischen, also. Siehst du? Oh, ich wusste es. Er will dich. Oh, Meyers, geh mir nicht auf den Sack, ey. Sag mal,
Oh, Maya, Alter, warum? Warum? Geht da rein Cat? Mhm. Ich weiß nicht, wo Mayas ist. Ich auch nicht. Ich auch da. Ja, und er hängt wieder an mir. Oh mein Gott. Nein, es ist ein Grabstein, Mayas. Ist nicht dein Ernst. Ich bin tot. Wow. Oh nein. Alle sagen, oh nein, und Fuchsi sofort kriegt einen Lachkrampf nach dem anderen. Ist so, ich verlasse diesen Schrank hier nie wieder. Ich verlasse diesen Schrank hier nie wieder. Oh. Never mind, er hat irgendjemand anderen am Wickel. Das ist ekelhaft. Ja, Grabstein, Maya, Alter. Also hat wohl doch nichts gebracht mit Lass Kettle leben. Einem Grabstein nützt dich da halt nicht. Oh, Solo-Gin? Was ist denn hier? Oh, lu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 l
Ich habe ihn nicht gestunt mit einer Palette, glaube ich. Bisher. Er hat sehr hart. Du kriegst mich nicht in den Keller, vergiss es. Lauf! Oh, Gottes Willen, Alter. Und da kommt Leaf. Und das ist noch eine Palette. Ja, siehst du, er hat es gerochen. Oh, Bullshit. Ja. Nee. Ne, jetzt Dago? Liegt sie gestern ganz schnell um die Ecke und dann lag ich. Hä, jetzt kein Keller? Oh. Er nickt auch. Er nickt. Oh, ich finde das so kacke, dass wenn man beobachtet, am Haken, den die Kamera nicht drehen kann. Ja. Das finde ich auch schade. Ein Nicker der Meyers. Er ist immer noch bei Acker. Mhm. Ja. Das, ja, gut, sieht das ja. Der steht da immer noch. Alter. Daraufhin erstmal ein Keks, Alter. Ich habe gerade auch erstmal Schokobons reingezimmert. Meine Güte, ist ja furchtbar. So viel Stress am frühen Morgen. Als ob der dich nicht gesehen hat. Ich habe einen Tarnbauch. Ein Tarnbauch. Ja, kommt gleich spät zu euch zurück. Mit Sicherheit. Der steht gleich da und freut sich. Hochgesteckt. Ja, da kommt er. Schön angetäuscht, Acker. Er rennt Dago hinterher. Aua. Junge, ich mag Keller. Was soll denn jetzt? Keller! Warte, Dago, wenn du noch zwei Gens schaffst, dann bin ich stolz auf dich. Macht sie easy, kein Problem. Ja, ohne Probleme, alles gut. Mit dem linken C, weißt du doch. Also der dritte Gen ist jetzt gleich an. Die scheint ihn schon mal abgehangen zu haben. Darauf würde ich jetzt nicht vertrauen. Also ich lese die ganze Zeit schon im Keller rum. Und er mag. Er hat mich wiedergefunden. Also. Acker! Ja. Das war Lost von uns beiden. Das war von ihm Lost und das war von mir Lost. Tatsächlich kann es sich nur so weit hochstalken, dass er alle vier Mori kann. Dago, hast du gehört? Er hat Acker verloren. Wenn er, sich, wenn er sich an einem hochstalkt und Mori den anderen, dann reicht es nicht mehr für alle vier. Ja, das hat Marco auch schon schmerzlich erfahren müssen. Oh, nein. Nein. Hallo. Hi. Nein? Er steht nur da und guckt sie an. Was war das denn gerade? Er lässt sie frei wiggeln. Ja, da hochstalken kann und dann hochgehen kann. Aber er hat ein bisschen ein Problem mit dem Wiggeln. Ich gehe mal kurz gucken, was die da draußen veranstalten. Mhm. Scheiß Baustelle. Aber bleibt er jetzt echt die ganze Zeit bei dir? Ja, wahrscheinlich. Aka, du weißt, was das heißt? Nee, er geht. Nee, ist immer noch bei mir. Boah. Acker ist aber eh verletzt. Ja, von daher. Eins. Asphaltplatten haben sie rausgebrochen und heben sie gerade mit dem Bagger hoch und die sind runtergefallen von der Schaufel. Ach du Scheiße. Das gibt einen Schlag, das glaubt ihr nicht. Hab ich schon Hallo Pax gesagt, mein Lieber? Wie geht's dir? Wie war bisher dein Tag und wie war deine Woche? Und hast du Warum habe ich so das Gefühl, vor? Dass er jetzt direkt die Hedge findet und ich, ja. Ja. Irgendwie habe ich auch das Gefühl.
ich finde es auch so schlimm, dass man die Hedge teilweise gar nicht hören kann, wegen den Hintergrundgeräuschen. Und die kann ja auch Ausgang spawnen. Ich höre es eigentlich immer. Ich hatte das mal... Ich muss mich nur darauf konzentrieren, dann geht das. Dann schweigen wir jetzt. Genau. Oh nö, ihr könnt ruhig reden. Ich höre sie. Ja, super. Und raus mit dir. Oh, Junge. Ich hatte das mal, da hat man die Hedge gar nicht gehört. Insidious! Außer man ist von einer... man stand genau vor ihr. Ansonsten hatte man sie gar nicht gehört. Sag ich doch. After you break two pellets. Da Grabsteinschuhkörper gehabt. Oh, wartet mal kurz. Ich drück mal schon mal Start, aber ich muss mal kurz eine Sprachnachricht abhören. Ja, auf ein neues Cat, ne? Ja. Ja, klingst du begeistert. Ich wollte meine Glyphe noch machen und da hat er mich dann leider erwischt. Ein böses Meiert. Ich musste den Keller finden, aber ich bin leider in Fuchsi reingerannt, anstatt in das Büro. Okay, da gibt's jetzt eigentlich... Dann fragt, wie es uns allen geht. Ach, soweit ganz gut. Aber ich glaube, es gibt Schlimmeres, als in Fuchsi reinzurennen. Das müsste doch eigentlich ganz flauschig sein, oder nicht? Ja, aber bitte? Nicht, wenn der Meyers hier an den Puschel will. Hat jemand gesagt, es wäre schlimm, in mich reinzurennen? Was soll das? Nein, es wäre nicht schlimm, in dich reinzurennen. Aha. Da gibt es Schlimmeres. Aha. Weil du flauschig bist. Nur du hattest den Meyers, der an deinen Puschel wollte. Ja. Meyers sind schuld, dass Fuchsschwänze an irgendwelchen Antennen hängen. Oh, ist doch so. Kittys rumpeln hier schon wieder rum. Oh, ich muss aber echt mal lernen, mal ein bisschen aufrechter zu sitzen. Ich hocke mal so. Hocke mal so. So ein kleiner Gollum. So. Was habe ich eigentlich noch? Den versiegelten Umschlag schmeiße ich mal rein. Ich habe heute aber auch Sprachschwierigkeiten. Immer wenn du. Das kriege ich heute nicht hin. Hatte ich aber gestern auch schon Probleme mit. Generell bla 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 bla. War ich erst im Hotel, um meine Krankmeldung abzugeben und habe gar nicht dran gedacht, meine Abrechnung mitzunehmen. Das ist ungut. Können Sie doch per Post eben schicken. Ist doch kein Problem. Ich bin im Badezimmer. Mein Gott, es gibt in Bremen ein Katzentempel-Restaurant. Oh, was? Oh, holy shit. Oh, warum ist das diese Kack-Map? Es ist Legion. Ja, es ist Legion. Ja, ich will werde nicht rauskommen. Okay, wo ist der nächste Gen? Ich werde so nicht rauskommen. Wo ist der Fernseher? Ist so, ne? Ab zum Fernseher. Ab zum Fernseher. Ich bin hinten in der Ecke, Och, Legion, überm Bad. Nö. Oh, schon wieder nicht meine Glyphe. Ich fass es nicht, ey. Ein Blutzug. Man hat gebrochene Knochen, wenn man sich mendet. Das ist aber unpraktisch. Sie rennt mir nicht mit der Phase hinterher. Was soll das? Oh.
Ich habe den Fernseher gefunden. Ach, gut. Sie lässt mich aber in Ruhe. Ich bin am Fernseher. Wenn Legion in seiner Phase ist, schlitzt er dich nur einmal an und rennt dann an dir vorbei, um die nächsten anzuschlitzen. Das ist der Sinn. Wenn man Legion richtig spielt, ja. Du bist ja doof. Ach, da hinten. Aber es gibt leider auch welche, die spielen Legion nicht richtig und ja. Da, wo ich down gegangen bin, ist der Fernseher. Okay. Hacken. Barbecue. Könnten wir uns jetzt endlich mal von dem Fuchs entfernen? Ich glaube, Legion mochte nicht, dass ich ihr am Anfang eine Palette ins Gesicht geklatscht habe. Möglich. Ja, schön. Ja, schön. Ich gehe wieder zum Fernseher. Ja, warte. Hallo. Darf ich dich nicht anfassen? Och. Mich darf nicht jeder anfassen. Ja, aber ich darf das. Oh, respected pellets. War endlich im Keller. Wenn Legion wieder kommt, Dagu, ja, starren wir den Fernseher an. Ich mache Ihnen Platz, junge Frau. So. Das wird die nicht jucken. Ich glaube auch nicht. Au. Angucken, Cat? Ja. 3, 2, 1. Nein. Egal, Fernsehen. Ups. Ich will auch mitgucken. Und sie kommt auch an die ganzen ran. Musst du ein Stück nach rechts gehen, Akka. Super. Ich durfte nicht Fernsehen gucken. Danke. Und nochmal angucken auf 3. 1, 2, 3. Ich sehe nur Akka. Filme ab mit Legion, so sieht's aus. Oh, Alter. Cat hat die erste Krähe. Aber ein Vogel. Oh. Du auch. Wir haben einen Vogel. Ihr seid ein bisschen breit für mich. So. Oh, gut, ich darf auch Fernsehen. Ah, Fernsehen. Nochmal angucken auf 3. 1, 2, 3. Aber Legion ist ein bisschen verwirrt. Ja. Nein, 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 nein. Oh, schön. Das ist toll. Oh. Hey, hier kommt wenigstens mal was Vernünftiges im Fernsehen. Nicht so wie, ja, ne? Ja, ja, das stimmt. Es ist wie mit dem Boden letztens. Oh Gott. Nochmal auf 3. 1, 2, 3. Oh Mann. Mal sehen, wie lange wir das jetzt aushalten. Ach, ja. Bin ja dafür, wir heilen Cat eigentlich mal. Ich kann mich selber heilen. Ach ja. Ich hab doch Selfcare. Au. Au. Sie nicht. Nicht die Katze. Nicht die Katze. Nee. Nee. Nicht die Katze. Ihr müsst euch menden, sonst liegt ihr gleich. Okay, jetzt. Oh Gott, ah, gut.
Das ist einfach nur ein drin. Haufen. Das ist einfach nur ein Haufen. Also weniger als ein Millimeter, das ist mir dann doch zu heikel. Ja. Nee, nicht die Kette. Nee. Jung, komm mal mit, komm. Du kannst mich auch. Nein, halt, stopp, Acker! Nein. Nee, nicht die Katze. Je. Ja. Oh, was wir da tun, keine Ahnung. Sie will das nicht. Danke. Aber ist egal, machen wir trotzdem. Ich glaube, Lichen ist selber verwirrt. Sehr. Sie darf nicht aufhören. Warte, ich mach mal Platz. So. Sie will, dass wir alle verletzt sind. Oh, warte mal. Ich muss mich mal kurz selbst kennen. Na komm. Soll ich dich menden? Ja, ich mach schon. Lichen ist voll überfordert. Wirkt so, gell? Akalake Weg. Palette? Ja, was denn jetzt? Muss ich nicht verstehen. Nee, ich auch nicht. Also ich blick. Hände, was? Ich wollte gerade sagen, ich blick auch gerade nicht durch. Nein. Die da, die kannst noch. Ja. Okay. Ja, und Acker kann noch mal. Ja. Und dann den da. Den Pyjama-Boy da. Direkt vor die Tür gefallen. Ist okay. Du ziehst ja noch keine Schuhe an, Acker. Also sowas. Und Cat? Hallo, nein. Ich bin die OH. Nein, ist okay, wenn nein, du dich leben nein. Lässt, dann ist fein. Nein, ich trau dem nicht. Ja, du sollst leben. Das ist der ganze Sinn des ganzen Zirkuses. Ja, aber ich trau dem dann nicht. So. Nee. Wo ist Cat hin? Da. Ja. Ich bin hier. Ich geh mal Gents machen. Wie wär's, da wenn... hinten? Nein. Mich kannst du aufhängen, Keule, ja, das kannst du machen, aber die da hinten nicht, nein. Hui! Stromstoß. Aber wo ist denn der nächste Haken? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Okay, egal was ist. Hauptsache, du kommst raus. Ja, ist da ist der nächste. Ist so. Hallo. Schön. So, Cat, denk dran, die Hedge spawnen unten. Ja, ich weiß. Haken. Ich hoffe, sie lässt sich jetzt auch wirklich leben. Finde die Hedge. Ist hier immer wahnsinnig schwierig. Du, Olfa, ich bin drin. Ich höre mit. Ich höre mit. Welche Ironie das wäre, wäre die im Fernsehraum gespawnt. Hat er es schon gefunden?
Ja. Ja, auch lieb. Ja. Danke schön. Guck mal. Flop. Nice. Oh. Nächster Adept. Okay. Bisher. Okay, ein Killer hat's gemacht und ein Killer bisher nicht. Ja. Ja, aber du musst halt auch dann Leute finden, die es lustig finden, ja, wenn man einfach nur im Fernsehraum steht. Ich glaube, unser Vorteil war auch der Fernseher. Ja. Lädchen hat den Text gelesen. Ja! So, jetzt bin ich Jake. Achso. Simmy, wie weit bist du? Reicht das noch für eine Runde oder bist du so weit schon? Also ich würde nach der Runde sowieso aufhören. Achso. Genau. Ja gut, dann machen wir noch eine und dann muss Akka auch keinen Platz machen. Genau. Oh, ich hab's heute irgendwie voll im Rücken. Und während dann gleich nach der Runde fliegender Wechsel ist, gehe ich eben eine rauchen. Mach mal. Aber jetzt erst Jake. Könnt ihr noch eine Runde spielen? Okay, gut. Dann gehe ich mal die Gelegenheit nutzen und schnell Pipi machen. Gleich wieder da. Oh, nee. Ach, das ist schön. Und deshalb spiele ich aktuell DBD eigentlich auch ganz gerne. Wenn nicht Ferien sind. man hat wirklich in dem Zeitraum von den Sommerferien gemerkt, dass DBD grausam war. Also es war wirklich furchtbar, furchtbar, furchtbar. Einmal war das ja mit dem neuen Killer. Das war ja mit Soma und dem Mutationsroboterviech. Plus 7 Jahre. DBD, ja, das waren 7 Jahre. Und es waren Sommerferien. Und es war furchtbar. Es war teilweise wirklich, wirklich furchtbar. Also da hat DBD teilweise aber wirklich keinen Spaß gemacht, weil die Killer... Erstmal waren teilweise die Survivor einfach nur unentspannt. Waren auf einem Ego-Trip. Und die Survivor, die Killer, die hatten überhaupt keinen Spaß. So, die wollten nicht miteinander kommunizieren oder einfach nur mal Spaß haben. Meine Karte ist heute irgendwie voll im Kuschelmodus. Richtig aufgeplüscht und geplustert. Ja. Deshalb, das war ein bisschen... Das war da blöd. Aber sowas wie jetzt, das ist ganz cool. Ich muss mal mein Mikro sauber machen. Einfach meine Spucke ganz dreckig. Ach, guck mal. Lefel? Oh, oh. Ich geh dann mal, ne? Ja, Cat schaffst du schon, ne? Huntress. Tschüss. Huntress, ja. Cat schaffst du schon, ne? Tschüss. wer rennt dir in die Arme? Cat, ich helfe dir mal. Warum? Ah, doch nochmal geschmissen. Oh, ich muss doch von hohen Höhen runterfallen, wenn ich gejagt. Oh, junge Frau. Nein! Oh Gott, was war das? Oder unten? Ich gehe jetzt gerade wieder nach oben. Oh nein, 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 nein. Sie läuft hier hinterher. Es hat nicht gezählt. Oh nein. Weil sie mich noch abgeworfen hat. Was hast du denn für eine Aufgabe? Während der Jagd von hohen Höhen fallen. Oh no. Und das hat nicht gezählt, weil sie mich während des Fallens. Ist ja ekelhaft. Okay, das da hinten ist Cat. Das war natürlich gut von ihr, aber... Und
meine Aufgabe. Akka hat die Huntress am Hintern, wenn ich es richtig sehe. Du gehst abhängen, ne? Ja. Yep, yep. Naja, was heißt am Hintern? Sie war gerade hier oben, aber ich habe sie nicht. Oh, ja. Lauf! Ja, sie geht mir wieder. Oh, Entschuldigung, Akka. Ich hab dann mal sie ein bisschen aufgehalten. Das war sehr lieb von dir. Sie ist unten, Eingangshalle. Sie ist oben im Büro. Oh, nicht in die Bibliothek. Das wäre jetzt echt blöd. Nee, nee, sie ist andere Seite gelaufen. Ich hab's an den Hacken. Ich bin gleich durch. Darko ist die Obsession, ne? Die lässt sich aber auch die ganze Zeit immer so geil stunnen. Oh, ich lieb sie. Okay, hat keinen Bock mehr, ist von mir weg. Sie hat meine Axt ins Gesicht geschmissen. Aber warum guckst du auch so genau in die Axt? Sie hat mich nicht getroffen. Sie hat mich nur vom Gen im Main weggescheucht. Ich habe irgendwie einen Stack verloren. Ja, sie hat wahrscheinlich den Gen getreten. Gehe ich von aus. Nein, hat sie nicht. Sie hat den Schrank aufgemacht und sich neue Beile geholt. Ah. Ah. Die will nicht, dass wir Main machen. Wieder punzeln. Ist ja ekelhaft. Wo ist denn die? Sie war vorher noch im Main. Oben. An der ja. Tür. Oh, sie ist unten im Büro. Ich glaube, sie hat mich gesehen. Draußen, der ist an. Ich probiere mal, ob ich einen Main einmachen kann. Ich bin nur gerade unten im Main die ganze Zeit dabei. Ich habe keine Ahnung, wo die Alte ist. Main unten ist über Hälfte. Jens geht an. Oh, das war der Uch? Ja. Ja. Jetzt kommt die Nötschelle. Ich bin vorne am Ausgang. Vorne? Bewegt sie sich überhaupt? Pass auf, das Ausgangstor geht auf, DC. Wo ist Ken? Ich bin hinten. Ist offen. Bist du rein? Draußen. Ja, ja, okay. Bin rein. Wir auch. Das war ja eine komische Huntress. Ja. Vielleicht war sie auch so nett und wollte Cat laufen lassen. Ja, aber dann lässt sie doch nicht uns alle laufen. Es tut mir irgendwo schon ein bisschen leid, die Huntress. Bärchen. Aber. Bärchen, schick das mal auf Discord in den Medien-Channel.
Ja, genau. Darkness Revealed hat sie dabei. Barbecue, Iron Maiden und Lethal. Schick das mal auf dem Server in den Medien-Channel. Bächen hat mir ein Bild geschickt von seiner Freundin. Ja, mir auch. Mir auch. Barbecue Chili, Darkness Revealed, Iron Maiden, Lethal. Vanessa. Ich habe das Bild auch bekommen. Das sieht echt nice aus. Ja. Okay. So. Die habe ich als nächste. So. Ach ja, jetzt ist ja fliegender Wechsel. Das heißt, ich gehe schnell eine rauchen. Genau. Ja. Ich bin raus. Simi rein. Bewegung, genau, rein da. Rein. Lass dich nicht ärgern, Dagu. Genau. Hab einen schönen Tag und einen schönen Start ins Wochenende, ne? Dankeschön. Ihr ebenso. Ja, ich bin gleich wieder da. Tschüssi. So, ihr Lieben. Einmal Vorhang weg. Oh. So. Erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart und vielen, vielen lieben Dank für die ganz vielen neuen Follower, wo der Sound Alert nicht funktioniert. Ich habe es mir schon aufgeschrieben. Wie gesagt, ein bisschen merkwürdig, dass der Abo Alert funktioniert, aber nicht der Follow Alert. Da war ich jetzt ein bisschen irritiert. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich würde sagen, wir machen heute den Raid zu Cat. Aber vorher, dass ihr dann auch nochmal Bescheid wisst. So, wir machen einmal erstmal so. So, Fuchsminze, dann seht ihr auch erstmal. Ach ja. Das war. Hä? Ausrufezeichen. Meine Güte. So. Da willst du auch noch mal Tschüss sagen? So, mit der Dame habe ich eben zusammen gespielt. Mhm. Da hatten wir auch ständig mit dir Killerscheiße am Arsch. Oh, hallo. Ja, so. Schönes Reittief, ne? Nein, lass dich nicht ärgern und viel Erfolg. Ciao, schreib eine Karte. Und nein, Marco, er hat das Barbecue-Outfit an. So, und zu der jungen Dame. Warte, erst zu diesem. Der nette Mann. Bei dem netten Mann haben wir, mit dem netten Mann haben wir auch zusammengespielt. Mann. Ah, super. Eins. Zwei. Drei. Was? Der hat mich definitiv nicht getroffen. Um die Ecke, der hat gut, jetzt aber. Jetzt muss man regeln. Eine Katze, wonach riechst du? Das ist. Boah, nach Erde. Okay, so. Und zu. So, jetzt. Zu der Dame. Nein, nicht nur. Warte mal. So. Es ist ein bisschen schwierig zu schreiben, wenn man hier noch eine Katze dabei hat. So, habe ich es jetzt richtig geschrieben? Ich weiß es nicht. So, zu der Dame raiden wir dann jetzt gleich. Nicht Bondage, Shibari, wenn dann vernünftig. So. Wie lange ging der? 2 Sekunden? Und das ist voll blöd, ich höre davon nichts. Ich muss da mal rumtüdeln. Wir müssen da mal rumtüdeln. Nee, du kleine Maus. Nee, du kleine Speckknödelchen. So, hier der Sunny. Speckknödel Nummer 1. Ja, so. Nächster Stream. Vielleicht heute Nachmittag. Gucken wir mal. Ne? Machen wir ganz spontan. Ansonsten nächste Woche wieder. Und dann auch die Tage relativ spontan, würde ich sagen. In dem Sinne, ich mache schon mal den Raid. Nee, ich sage jetzt erstmal Tschüss, dann mache ich den Abspann-Layout und dann mache ich den Raid fertig. Weil ich komme hier nicht richtig zum Schreiben. Und nochmal Dankeschön für eure Follows. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Bis dann, ihr Lieben. Bye. So, wo ist denn hier jetzt vorne und hinten? Endscreen. Bis dann, ihr Lieben.